Lage. Lage. Hep. Fly sit. Nicht schwimmen. Ja, heute ist Donnerstag, der 17. Juni 2021. Heute wollte eigentlich Freund Sven Bamberg, wo ist Sven, sein Kanal, wollte zu uns stoßen. Damals, als wir das verabredet haben, waren wir noch der Meinung, dass wir um diese Zeit, Mitte Juni, etwa auf der Höhe von Magdeburg sein würden. Doch der fantastische Juni mit Sommer, Sonne, oft auch Rückenwind auf der Elbe, hat dazu geführt, dass wir mittlerweile nur noch 100 Kilometer von unserem Ziel, von unserem Endpunkt entfernt sind. Von 570 Kilometern haben wir 470 Kilometer gepaddelt bereits, befinden uns jetzt im Endspurt. Diese fantastische Wetterlage soll nur noch 2 Tage bleiben. Heute Donnerstag, morgen Freitag, ab Samstag gewittrig, Abkühlung und vor allen Dingen starker Wind Samstag, Sonntag. Und eins ist Fakt, bei starkem Wind können wir unsere Autos hinter Lauenburg nicht erreichen. Also unser Finale wird spannend und natürlich haben wir immer, wie immer, Plan B im Kopf. Und Plan B verrate ich dann, wenn es soweit ist. Ja, heute werden wir 5 Hunde an Bord haben, denn vor uns am Elbufer parkt die Lebensgefährtin von Burkhard Esser und führt Burkhards alte Hündin Wonta mit. Wonta ist 14 Jahre alt, ist nicht mehr fit für lange Kanutouren, aber Burkhard möchte sie heute noch ein wahrscheinlich letztes Mal mitnehmen auf eine Kanutour. Und deshalb landen wir gleich an, wo wir auf Annette treffen. Annette wird die Hündin Wonta ans Ufer bringen und Wonta wird zu ihrer Lebensgefährtin steigen, nämlich der Tochter von Fly, in das Zweierkajak von Burkhard. Das werde ich natürlich gleich auch hier ein bisschen filmen, wenn es soweit ist. Ja, im Laufe meines langen Kanutenlebens war ich auf vielen Wanderflüssen in Europa unterwegs, von Nord bis Süd. Und im letzten Jahr 2020, im Corona-Sommer, waren wir sogar auf 7 Flüssen unterwegs. Oder Elbe, Weser, Fulda, in Frankreich Loire, Dordogne, Tarn und Orb. Und jetzt wieder auf der Elbe. Und ich muss sagen, hier im Norden Deutschlands ist diese Elbe mit Biosphärenreservat und mit Naturschutzgebieten gespickt. Für mich persönlich einer der schönsten großen Ströme Europas. Und was ich auch noch als sehr schön empfinde, von der deutschen Grenze bis nach Lauenburg, bis nach Geesthacht, fließt diese Elbe mit einer mehr oder minder starken Strömung im Schnitt 4 km/h in der, geruhsam und glatt vor sich hin, mit jetzt immer schöneren Sandstränden zwischen den Buhnen. Das ist einfach für mich wunderbar. Kaum oder selten oder nie Straßen am Fluss entlang, Deiche, Fahrradwege, ab und zu winzige Dörfchen, größere Städte, aber auch sehr selten. Und hier diese Tour gemacht zu haben, jetzt im Sommer 2021 quasi als Lückenbüßer, in der Hoffnung, dass wir nochmal ins Ausland kommen, ist diese Lückenbüßer-Rolle eigentlich vollkommen falsch. Denn die Elbe ist zu einem Hauptereignis des Jahres 2021 geworden. So, vor uns auf einer Buhne sitzt Annette mit der Hündin Wonda.
Die Lebensgefährtin von Burkhard begleitet uns jetzt schon seit 3 Tagen. Und ab und zu haben wir Kontakt und jetzt ist dieser Kontakt hergestellt, damit Burkhard seine schon altersschwache Wanda nochmal mit ins Kajak laden kann. Now the lines are drawn, of that we can be sure. Haben sie nackig gebadet, so was aber auch. Take a look behind, remember the door. Okay, los geht's. Yeah! Hola. The boulevards are burning, no one is really sure. If it's the screaming of the primitive. Lucy ist auch wieder mit im Spiel. Sie hat sich von ihrer Schwäche einigermaßen erholt, die sie gestern ereilt hatte. Sie frisst wieder, sie trinkt wieder, sie springt wieder, sie schwimmt wieder. Das Auge ist noch nicht ganz in Schuss, aber das kommt auch bald wieder. Shadows spread around as the sun goes down. Another day is done, another song is sung, as another sun goes down. So much has passed before us. Yeah. Schön herrlich. Yet here we are today. Most of us are with us. Even some who passed away. Lotta, hallo. We are still together. Reason is the heart. We are still together. Although we are apart, it's just another sun going down. Planetary merry-go-round, shadows spread around as the sun goes down. Another day is done. Another song is sung, as another sun. Wie man auf dieser Aufnahme erkennen kann, befinden sich hier mittlerweile 5 Hunde am Strand. Und diese 5 Hunde werden in Kürze Platz nehmen auf 2 Subboards und in 2 Zweier-Kajaks. Und somit sind wir sicherlich eine der interessantesten Besatzungen aktuell auf der Elbe. Ja, komm, Lucy. Ja, die Elbe ist einfach nicht gerade appetitlich sauber, aber trotzdem wunderschön zum Schwimmen. In einem dicht besiedelten Land wie Deutschland kann es keine sauberen Ströme, Flüsse geben. Aber immerhin, Gewässergüte 2 reicht aus, um nicht zu verenden. Gerade ist Lucy mal wieder zu mir an Deck gekommen. Im Vergleich zu gestern ist sie heute wieder ziemlich lebendig. Trinkt wieder, frisst wieder, nur das Auge, das ist noch immer vereitert. Aber wie ich Lucy kenne, wird es nicht lange dauern. Dann hat ihr Körper diese Infektion bekämpft. Ja, zum Thema Schwimmen in der Elbe nochmal. In den letzten Jahren und auch 2011 schon sind wir bei solch heißem Sommerwetter immer in der Elbe schwimmen gegangen, haben keine Hautausschläge bekommen, keine Krätze, keine Scheißerei, keine Kotzerei. Die Kotze kriegt man höchstens, wenn man lang genug sich das Wasser genauer anschaut.
Aber in Realität war die Auswirkung dieser Wasserqualität auf unsere Körper nie gravierend beschissen. So, Burkhard hat jetzt zwei Hündinnen an Bord und passt hervorragend. Wanda und Lotta vertragen sich selten, aber jetzt besonders gut. Another day is done, another song is sung, as another sun goes down. Ja, sehr schön, wie die noch als Familien da existieren. Me and the Dalai Lama, the wit of Oscar Wilde, across many a stormy ocean, walk lots of dusty miles. We kept each other company, they helped me on my way, through some dark old nights, to the waking of the day. Sometime, this road seems forever, when reason, it's hardly found. And we're all alone together, with only words to pass around. But there is nothing more ancient than the spoken sound for 1,000 generations. Carefully passed down, and the Dalai Lama knows, through his many lives, it can be just a word between a fool and the wise. Sometimes this road seems forever, and reason, it's hardly found. Yeah. Yeah. And we're all alone together. So, wir landen zu einer Mittagspause an einem subtropisch anmutenden weißen Sandstrand der Elbe. Lucy hat bereits mein Schiff verlassen. Wieder quick lebendig. Ja, Viertel nach elf am Meer. So früh waren wir noch nie. Und ich habe auch schon Hunger. Das ist doch prima. An Oscar just like Jesus was crucified anyway. Condemned for what he was and the words he had to say. But he kept his wit about him. He died a shooting star. Now his words can live forever. That's the way these things are. Sometime this road seems forever. Reason, it's hardly found, and we're all alone together, with only words to pass around.
with only words Hunger. To pass around. Kilometer 504, das heißt 70 Kilometer liegen jetzt noch vor uns, 70 Kilometer Endspurt von 570 Kilometer. So, wir sind jetzt an der Brücke von Dömnitz, der neuen Brücke von Dömnitz. Hier steht oben der Sprinterbus von Burkhardt und seine Lebensgefährtin Annette. Dort hingefahren.
mit dem Bus hier oben und dann die Pfanne. Und wir haben sogar frische Erdbeeren und Wassermelone. Geil. Kilometer 525 und schaut uns jetzt hier gerade nach einem Übernachtungsplatz um. Jetzt. Kilometer gepaddelt und die Endphase unseres Elbe-Projekts 2021 gestaltet sich fantastisch. Herrliches Wetter, bestes Paddelwetter, wunderbare Rückenwind, Anschubskräfte schieben uns auf der Elbe Stunde für Stunde ein Stückchen weiter Richtung Hamburg. Allerdings ist übermorgen mit Starkwind und mit Gewitter zu rechnen. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir vor dieser Wetterwende, wo die Temperaturen bis zu 15 Grad runtergehen und mit Starkwindböen bis 50 km/h zu rechnen ist, wollen wir Adlenburg erreichen, wo unsere Autos stehen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Gelingt es nicht, haben wir noch Plan B,
Das würde bedeuten, dass wir morgen Abend schon etwas früher aufhören und dann mit dem Sprinterbus von Burkhardt unsere Autos abholen, zurück nach Plegitte oder so ähnlich heißt das Kaff. I dream in my song of the song in my dream, the one that can touch everything. The distance and the nearness and the long in between of the song of all dreams I sing. The love that has gone, people all alone who've never known love at all. And the walls we had built to hide all the guilt we'd feel if they were to fall. I dream in my song of how long it seems since we've all been asleep. Were we afraid or were we just tired? And I wonder how long it will be. The song in my dream brings me so near to getting through to you. In my dream it's so clear, if only you could hear, you could make my dream come true.